Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt hätte ich fast Minecraft gesagt, jetzt habe ich es auch dann gesagt, ich Bobby. Natürlich zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Hier unsere hübschen Bildchen, so, Moment. Kann ich hier noch irgendwas machen, außer hier hoch und da runter und überhaupt nicht, ich gehe wieder raus. Moment. Ach so. Guck dir das mal einer an. So, Moment, jetzt muss ich doch mal kurz was gucken. Hä? Hier ist mein Zielort, da muss ich hin. Okay. Wenn da mein Zielort ist, komme ich nicht von hier unten dahin? Bestimmt, irgendwie muss das doch funktionieren. Dann würde ich ja dann direkt mal hinhuschen. Ne, Moment. Na gut. Achso, hier komme ich raus, ne? Das ist auch richtig, Mensch. Verwirrung pur. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Die nächste Frau. Vittoria agli Assassini! Die mich verlässt. Warum? Vittoria agli Assassini. Der Plan. Er ist schon synchronisiert zu 100%. Ich bin fertig. Das war Let's Play. Assassin's Creed Brotherhood Sequenz 4 natürlich, nur. Haha, es geht da noch ein bisschen weiter. Prinzessin in einer anderen Burg. Kann ich die in Forli eigentlich besuchen? Wäre interessant, mal herauszufinden, für einen späteren Zeitpunkt. Sequenz 5. Der Bankier. Wie gesagt, cooler Name, der hat sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Hat sich da mal ein bisschen, ne? Hat wahrscheinlich einige Leutchen engagiert, die ihm da mal ordentlich auf die Sprünge helfen mit seinem Spitznamen. Keine Kosten und Mühen gescheut. Eine ganze Werbeabteilung war dafür zuständig. Gib mir das Geld, ich brauch's. So, okay. Da muss ich hin. Ach, guck mal, hier ist das nächste Ding aufgeploppt. Jetzt weiß ich nicht, kann ich jetzt hier überall hin oder nicht? Ich will da nicht immer hingehen und dann... Ach, nö, geht nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Meine Assassinen hatte ich ja in der letzten Folge noch ein bisschen weggeschickt. Die sollen Talerchen verdienen. We need the money. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem nächsten Kriegsmaschinenkonstrukt von Leonardo da Vinci. Ja, habe ich aber aus dem letzten Mal das Beste rausgeholt. Muss ich ja mal einfach so sagen. Und werde direkt auch den... Moment. Gehen wir hier runter. Hier kannst du auch runter. Ach, der ist schon... Ach, der ist schon repariert. Alles klar. Na dann werde ich den nicht wieder. Ja, der ist ja schon. Ich werde mich mal auch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr um die Rätsel kümmern, dass ich immer alle so abgehe und mache. Aber wir sind erstmal hier. Ja, wieder so ein Templeraufseher. Ah, verdammt, das habe ich nicht gelesen, was ich für die volle Synchronisation machen soll. Scheiße. Egal. Ich werde ihn einfach umbringen. Und dann sollte das ja reichen. Leider kann ich meine Assassinen nicht rufen, weil keine mehr da sind. War da nicht irgendwas vom Vertreten? Keine Ahnung. Da ist er. La, la, la. Ey, du siehst mich doch gar nicht. Ich bin hinterm Baum, du Affe, ey.
Komm mal noch langsamer ran. Wir hatten nämlich jetzt gesehen, ohne Scheiß. Na komm her. Komm her. Na komm. Der hat eine Waffe. Du kleiner, kleiner Pisser. Nein. So. Jetzt schnetzel ich einfach alle, die in meinem Weg sind. Was? Den Aufseher beim Angriff treten. Wie trete ich die denn beim Angriff, bitte? Keine Ahnung. Alter, ohne Scheiß, jetzt laufen die Pferde hier amok. Ey, willst du mich gerade verarschen? Können die Pferde mal sich verpissen, woanders laufen? Das ist ja übernervig. Na komm her. Alter Pferd, geh doch mal woanders hin, ohne Scheiß. Oh. Geht doch. Oh, wo ist denn die jetzt? Die Kriegsmaschine? Oh, da hinten, ganz woanders. Pferd, eile zu mir. Ich brauche mein edles Ross. So. Na, dann machen wir erstmal die und danach... Mal gucken. Das weiß ich noch nicht so. Hier muss ich absteigen. Danke, dass du mich bis hierher gebracht hast, Pferd. Das ist super von dir. Weg da. Ich habe hier ein Date mit dem Schicksal. Sozusagen. Mal gucken, um was es für eine Kriegsmaschine sich hier handeln tut. Ich habe ja keine Ahnung. Ich lasse mich mal einfach überraschen. Ja, die Entdeckungsanzeige, die habe ich das ein oder andere Mal schon gesehen. Wir sind in Neapel. Marine. Die Borgia haben anhand von Leonardos Entwürfen eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Volle Synchronisation, eines der drei Tore öffnen. Welche drei Tore sind denn bitte gemeint? So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier sind ja überall Wachen. Ich würde einfach mal hier so rein. Ah. Okay, dann nach hinten darf ich nicht. Na, das kann ja lustig werden jetzt mal. Aber gut, entdecken dürfen die mich ja doch, ne? Sie dürfen mich ja entdecken, das wäre egal. Ich tauche ein. Okay, jetzt will ich eh gleich auftauchen. Nix, nix. Alles gut. Ich bin weg. Aber ohne Scheiß, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Na gut, sehen dürfen die mich, ja? Ich soll nur eines der drei Tore öffnen. So. Nee, hier ist überhaupt keiner. Da hast du dich geirrt, mein Freund. Ist das ein Boot? Warum wird der mir so markiert? Ach, der sieht mich gar nicht. Na, wenn er mich nicht sieht, kann ich einfach schwimmen. In the normal way. So, wer bist du? Wer bist denn du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Warum kann ich denn mit dir hier sprechen? Gebt mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Okay. Dann hilf mir. Oh. Ey, warum darf ich nicht mit dir mitfahren? Arsch. Na toll, jetzt darf ich nicht mal in dem Boot mitfahren, ich muss schwimmen, ist ja super. Geh zum plötzlichen Heer, sagte sie. Einfache Arbeit, guter Sold, jetzt zieh mich an. Capitano di Questa Barca di Merda. Welche Tore soll ich denn hier öffnen? Hier gibt's gar keine Tore. Ey, warum hat denn der ein Boot und ich darf da nicht rein? Das ist doch scheiße. Ich möchte in das Boot jetzt, sofort. Aber ich darf irgendwie nicht in das Boot rein. Na, dann schwimme ich halt. Bin sowieso schneller als du. Weg da. Welche Tore sind denn bitte gemeint? Etwa solch eines. Das könnte sein, ich habe keine Ahnung. Schneller, lauf schneller! Da, wieso werde ich denn desynchronisiert, wenn ich entdeckt werde?
Jetzt mal ohne Scheiß, das ist totaler Bullshit. Aber richtiger Bullshit. So. Ja, dann nimm mich doch einfach mal mit, ohne Scheiß. Na gut. Also ganz langsam. Ich werde mich einfach hinter der Gondel verstecken. Hätte ich vielleicht gerade auch mal machen sollen. Naja. Was man nicht im Kopf hat. Schwimm mal ein bisschen schneller mit deiner Gondoliere. Ich habe überhaupt keine Rauchbomben mehr dabei, wollte ich mal so erwähnen. Also weiß ich zumindest gar nicht, oder habe ich überhaupt schon Rauchbomben? Ich weiß das nicht. Ach so, bestimmt mein dieses solch ein Tor. Aha. Ach so, ich sollte die öffnen dann? Wahrscheinlich nicht. Ich darf ja nicht mal entdeckt werden, dann ist mir das viel zu riskant. Ach, ich bleib da stehen. Dürfte ich auch mal... Hallo? Ezio? Ohne Scheiß. So, tauch mal jetzt. Ey! Meister! Ja, ohne Scheiß. Ich komme hier nicht weiter. Alter, das ist doch scheiße. Was ist denn das für eine Rotze hier? Geh mal hoch. Halt's Maul. Am Arsch! Desynchronisiert. Warum durfte ich denn jetzt nicht hier durch? Willst du mich verarschen? Behinderter Mongo-Wix-Scheiß hier. Was ist das denn für eine Rotz? Ach, jetzt bin ich sowieso schon hier. Wie bin ich denn hier hoch? Ach so, da hochgeklettert. Ah, ich verstehe. Ist ja interessant. Hab ich vorher gar nicht gesehen, ey, ohne Scheiß. So, ich muss ja mal, glaube ich, auf ihn warten. Schafft er den? Ja, den schafft der Ezio doch locker. Ja, das ist doch total scheiße. Warum wird mir dann wenigstens nicht gesagt, ich soll irgendwie hochklettern oder so? Scheiße. Das war knapp. Der sah ein bisschen so aus, ob er besoffen ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, der da hinten auch, die sehen ja alle irgendwie ein bisschen besoffen aus. Alle einen Tee. Oh oh. Hoch mit dir, Ezio. Mal gucken, wie lange wir das Spielchen hier jetzt machen müssen. Würde mich doch einfach mal so interessieren. Scheiße. Hoch, hoch, hoch. Immer wieder macht er das. Immer wieder macht der Ezio das. Wo ist er denn? Ja, komm mal schneller mit deiner Gondel, ey. Ohne Scheiß. Jetzt muss ich ja eh wieder hier runter, dann werde ich wieder bestimmt fast entdeckt. So, wo bist du denn? Oh, ein bisschen schneller, ey. Ohne Scheiß. Ich warte hier schon eine halbe Stunde. Nein, du hast nichts gesehen. Alles ist gut. Was war eine Fata Morgana? Du, ich geh schon mal. Einen Moment, dieser Mann. Nein! Du hast nichts gesehen. Alles ist gut. Verkackten Wachen, ey. Lasst mich bloß in Ruhe. So, dann schipper mal weiter, mein Freund. Wir haben noch keine Zeit.
So, Moment. Er sieht mich eventuell gleich. Das wäre scheiße. So, okay, jetzt muss ich hier runter. Ja, Hammer. Einen Moment, bitte. Nö, nö. Alles gut. Boah, schaffe ich das bis da runter? Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Okay, ich hab verkackt. Komm, duck dich, duck dich. So. Alter, das ist verarschen, jetzt muss ich die ganze Zeit hier die Kacke drücken. Das ist doch für den Arsch, ey. Du hast nichts gesehen, alles gut. Der ist voll schnell auf einmal, wa? Die ganze Zeit ist der so arschlangsam und jetzt ist der aber wieder rasende Reporter hier. Also bleib doch mal stehen, Junge. Ich muss da auch mal hinterherkommen. Nochmal zwei von den Wachen. Okay, eine sieht mich, eine nicht. Kann ich hier runter? Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist super. Jetzt mal ohne Scheiß. Den ganzen Weg kann ich überhaupt gar nicht so schwimmen. Mal nur so, ne? Komm, schwimmen, weiter jetzt hier. Okay, jetzt geht's wieder hoch und weiter. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf den Dächern? Das ist viel besser gewesen, oh Scheiß. Okay, da darf... Ja, genau, jetzt haben wir noch zwei Wachen. Nee, Moment. Ich kann hier runter. Eduardo ist da. Das ist doch ein bisschen angenehmer, dann sehen die mich definitiv nicht. Der soll sich mal wieder verpissen. Ja, macht er auch, sehr schön. Könnte ich nämlich ganz geschwind weiter schwimmen. Schnell! Am Arsch. Was muss ich jetzt machen? Erstmal hier, wa? Und ich darf immer noch nicht entdeckt werden, wahrscheinlich. Ist schon klar. So, ach, hier ist eine Leiter. Okay. Dann wird mir der Weg doch einigermaßen klar. Moment, da nicht. Da muss ich hin. Oh. Okay. Optimistisch, wie wir sind, haben wir es natürlich geschafft. War ja kein Problem. So, Moment, ich muss jetzt da, ja genau. Das ist schon, ne, ja, ja. Schon klar. Darf ich den töten? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, scheint so, als ob ich das darf. Dann ist gut. Aber der guckt doch nach hinten, ja, und der sieht nicht, dass hier das Tor aufgeht. Sind Sie bereit für den Test? Wir arbeiten Tag und Nacht. Meine Männer können nicht schneller. Ich frage, ob sie bereit ist. Fast bereit. Dann müsst ihr noch eine Nachtschicht einlegen. Also ich behaupte, ich darf auch hier nicht entdeckt werden. Ich bin weg. Jetzt kommen die natürlich hier rein, entdecken mich und dann... Desynchronisiert! Gut. Ich habe dich einmal gesehen. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Alter, hab ich ein Schwein. Ohne Witz. Dass die nicht weitergekommen sind, war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand. Ohne Scheiß. Jetzt mach mal eine Flocke da. Ohne Scheiß, wie soll ich denn jetzt hier? Mann. Das ist doch scheiße. Warum darf ich ihn nicht einfach töten? Einfach. Also ich darf sie ja töten, aber wie? Wie ist die Frage? Kann ich nicht einfach hier... Und dann zack, zack. Tot sind sie. Ohne Scheiß. Ja, jetzt werden, die werden jetzt wahrscheinlich bis hier hinkommen.
wohl auch nicht. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Hui! Habe ich Rauchbomben? Nö, warum werden mir Rauchbomben hier? Ja, benutzt doch Rauchbomben. Ich habe keine Rauchbomben, verdammte Rotze. Da sind die, da ist der Dicke und die kommen schon auch gleich wieder zurück. Ja, die kommen. Ja, wobei, momentan nicht. Die laufen immer hin und her und scheiße, wie soll ich nicht vorbeikommen? Das ist ohne Spaß. Ich muss ja auch noch hoch. Sofort stehen bleiben! Nein, ich habe keine Zeit dafür. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich renne einfach weiter bis zu den Plänen und mach die jetzt kaputt. So. Total bescheuert. Der hat mich ja locker gesehen, ey. Das Trockendock fluten. Wie flute ich denn das Trockendock? Da hinten ist ein Schalter. Dann renne ich da einfach mal flugs hin. Nein, du musst überhaupt nichts hier. Es ist alles gut, mein Freund. Alles überhaupt kein Problem. Mal da hoch. Am Arsch, der hat mich gesehen. Am Arsch, warum ist da oben auf einmal einer? Fick you, Alter, ohne Scheiß. Aber du musstest jetzt einfach mal sterben, damit du sterben kannst. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Muss ich hier einmal rum? Das ist aber irgendwie auch Quatsch, oder? Ah ne, ich muss da hoch, also ist das doch kein Quatsch. Naja, mehr oder weniger, die hätten da auch einfach eine Leiter einbauen können, aber nein. Warte mal. Na, hier sieht mich ja keiner, ich muss nur bei dem ein bisschen aufpassen, der wird mich sonst sehen, da hinten ist noch einer. Los, 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 los. Töte ihn. Schmeiß einfach noch eins, obwohl da gar keiner mehr steht. Sicher ist sicher. Der guckt die ganze Zeit in meine Richtung, kann das sein? Ah, scheiß drauf. Guckt der in meine Richtung? Man sieht es bei denen irgendwie so schlecht. Ich glaube nicht. Ah, er hat in die andere Richtung geguckt. Sehr schön, so lobe ich mir das. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt erkannt werden dürfte. Ich will es aber, wollte es auch nicht unbedingt probieren, weil. Cool. Mal sehen, ob du die Hand beißt, die dich füttert. Jetzt darf ich damit fahren. Whee! Wie kann ich ihn schießen? Ich möchte schießen. Ich muss die Segel im Brand stecken. Gerne doch. Ich müsste nur gucken, wie das funktioniert. Ah, so. Ey, Junge, was soll das? Auf damit. So. Mal gucken. Ich muss weg hier. Die haben mich entdeckt, verdammt. Alter, jetzt schießen die auch noch mit Pfeilen. Das ist aber unfair. Muss ich ja mal so sagen. So. Rubble die Cuts, mein Freund. So.